Auf einer Höhe von 10.000 Metern entdeckte der Pilot plötzlich, dass der Kompass auf dem Instrumentenbrett ausgefallen war. Schnell zog er das Notfallhandbuch heraus und suchte nach Lösungen. Gemäß den Anweisungen im Handbuch schaltete er den Schalter für das Lenkraketenverfolgungsradar ein. Doch der Kompass drehte weiterhin wild durcheinander, ohne eine Richtung anzeigen zu können. Der Pilot hatte keine andere Wahl, als um Hilfe von der Basis zu bitten. Doch trotz wiederholter Anrufe erhielt er keine Antwort. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Flugzeug nicht genug Treibstoff für die Rückkehr. Der Pilot wurde zunehmend unruhig. Um sich zu beruhigen, schloss er die Augen und atmete tief ein. Nachdem er seine Einstellung angepasst hatte, holte er schnell die mitgeführte Karte heraus und begann nach einem nahegelegenen Flughafen zu suchen. Nachdem er seine ungefähre Position und Entfernung abgeschätzt hatte, entschied er sich, zum Flughafen Mirian St. George zu fliegen. Wenn alles gut geht, könnte er vor dem Erschöpfen des Treibstoffs sicher landen. Aber leider trat eine neue Situation auf. Der zuvor klare Nachthimmel wurde plötzlich von dichtem Nebel bedeckt. Der Pilot hatte keine Zeit, die Richtung anzupassen und flog direkt in den Nebel. Ohne die Führung des Kompasses verlor das Flugzeug vollständig die Orientierung und drehte sich ständig im dichten Nebel. Der Pilot erkannte, dass dies äußerst gefährlich war. Also reduzierte er sofort die Geschwindigkeit und senkte die Höhe, um im Dreiecksflugmodus zu fliegen, um so viel Treibstoff wie möglich zu sparen. Die fortgesetzten Anrufe blieben unbeantwortet. Also konnte er nur zum Himmel beten, dass jemand ihn auf dem Radar entdecken würde. Bald blieben nur noch 300 Pfund Treibstoff übrig. Nur genug für 10 Minuten Flugzeit. Nach weiteren 10 Minuten, wenn keine Rettung erfolgte, müsste er eine riskante Notlandung auf dem Meer versuchen. In dieser lebensbedrohlichen Situation zerbrach die Psyche des Piloten vollständig. Aber bald beruhigte er sich wieder, sah sich das Foto seiner Ex-Freundin an und beschloss, alles zu riskieren. Er würde den Nottreibstoff verwenden, um auf dem Meer zu landen. Aber es schien, als ob das Schicksal seine Gebete erhört hätte. In der entscheidenden Stunde entdeckte er plötzlich ein altes Moskitokampfflugzeug unten links in den Wolken. Er beeilte sich per Funk, um Hilfe zu bitten, doch erhielt keine Antwort vom anderen Piloten. Um die einzige Rettungsleine zu ergreifen, rufte er ununterbrochen nach Hilfe. Aber schließlich verschwand das andere Flugzeug im Nebel. Gerade als der Pilot die Hoffnung verlor, erschien das Moskitoflugzeug plötzlich vor ihm und winkte mit den Flügeln, um ihm zu folgen. Der Pilot atmete erleichtert auf. Sein angespanntes Herz konnte endlich zur Ruhe kommen. Dann gab der Pilot dem anderen durch Gesten zu verstehen, dass der Kompass und die elektronischen Geräte ausgefallen waren und dass sein Treibstoff nur noch für 3 Minuten Flugzeit reichte. Die Besatzung des Moskitoflugzeugs verstand die Gesten sofort, leitete sofort die Landung des Piloten ein und die beiden Flugzeuge durchschnitten den stillen Nachthimmel, durchdrangen den dichten Nebel. Basierend auf den Lichtern auf der Landebahn landeten sie erfolgreich auf einem nahegelegenen Flughafen. Das Moskitoflugzeug verweilte nicht lange und nach gegenseitigem Respekt zwischen den Piloten verließ es schnell den Ort. Aber das Mysterium hatte gerade erst begonnen. Nachdem der Pilot aus dem Flugzeug ausgestiegen war, bemerkte er, dass ein altes Auto vor ihm stand. Ein alter Soldat auf dem Auto forderte ihn auf, schnell einzusteigen. Setzte sich der Pilot schnell ins Auto. Der alte Soldat erklärte ihm dann, dass dieser Flughafen während des Krieges aufgegeben wurde und jetzt ein Lagerhaus für Versorgungsgüter ist. Dann brachte der alte Soldat ihn zu einem Restaurant. Der Pilot wollte seine Freundin anrufen, aber alle Kommunikationsgeräte hier waren ausgefallen, was ihn seltsam fand. Also begann er, das heruntergekommene Restaurant zu beobachten. Gerade in diesem Moment bemerkte er ein Foto an der Wand und auf dem Foto war der Pilot zu sehen, der ihn gerade dazu gebracht hatte, sicher zu landen.